Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu einem grandiosen neuen Part. Prison Architect. Heute habe ich mir den Gastwärter Lazak zur Brust genommen. Und der wird hier jetzt mal im Krankenhaus, im Krankentrakt für Ruhe und Ordnung sorgen. Hallo Lazak. Hallöchen, Onkel Toffer. Ich bin sehr froh darüber, in deiner Krankenstation stationiert zu sein. Ja. Warum steht da müde? Weil die Ärztin müde ist. Achso. Dann leg dich ins Bett, du dreckige Sau! Ja. Mann. Was ich euch im ersten Part gesagt hatte mit dem, die Leute gehen zu den Zäunen und da wird was rübergeworfen, die schmuggeln, ist gerade passiert. Ich hab's gerade zufällig aus dem Augenwinkel gesehen. Hier oben ist gerade der Featherstone. Und der ist hier hinten zum Zaun gegangen. Jetzt werden wir den mal anwählen. Weswegen sitzt der denn? Ah, er hat Carjacking. Er hat also ein Auto quasi entführt. Deine Englischkenntnisse, ne? Ja, ja. Für 6 Jahre verurteilt. Der hat jetzt, glaube ich, mal eine Gefangenendurchsuchung zu erwarten. Mal schauen, ob der sich da nochmal rausreden kann. Aber ich glaube, der bewegt sich hier oben so rum, als sollte er hier nicht hingehören. Da kommt auch schon der Wachmann an. Geht er jetzt hoch? Der Lazak kommt jetzt. Lazak, du machst das, ne? Oh ja, ich werde eine ganz, ganz tiefe Leibesvisitation durchführen. Komm mal her, mein Federstein. Und, hat er was? Da unten wurde eine Gabel gefunden bei einem. Hat er was? Ja, doch, finde ich nichts. Nee, tatsächlich hat er nichts. Aber ich denke, wir sollten seine Zelle durchsuchen. Ich finde, das ist viel lustiger. Ja, dann mobben wir den Kleinen mal ein bisschen. Genau. Wir nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Nein. Davon möchte ich mich freisprechen. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit seiner Hautfarbe zu tun. Gar vielleicht nichts. Ein bisschen, aber nein. Ich habe überlegt, was wir jetzt... Fässerstone war weiß. Naja, schwarz tatsächlich. Was ich mir allerdings gerade überlegt hatte, ich sehe hier gerade links steht, 3 Familien warten auf Besuch. Wir haben noch keinen Besucherbereich. Jetzt hätte ich natürlich gerne das so getrennt, dass Besucher nicht in den Gefangenentrakt reinkommen und Gefangene nicht in den Besuchertrakt. Also hier vorne in dieses Verwaltungsding. Deswegen können wir hier oben jetzt mal ein Gebäude anbauen. Schön aus Beton, so wie es sich für ein Gefängnis gehört. Machen wir das mal so. Ist aber ein großzügiger Bereich, mein Junge. Ja, ich habe ja auch... jetzt gerade habe ich ja nur 18 Gefangene. Aber das wird sich ja in der kommenden Zeit auch ändern. Wenn ich hier mehrere Gefangene dann quasi habe. Aha. Erzähl mir mehr davon. Und deswegen müssen hier einige mehr Stühle gleich rein, wo die Fickkasse dann sitzen können. Jetzt habe ich hier eine Tür reingebaut und er zählt natürlich nicht offiziell als Tür. Weil auch ich glaube es nicht. Weil er nicht in der richtigen... So, jetzt packen wir hier eine Tür rein. Sag mal, sehe ich das richtig? Sind die alle schwarz bei dir? Nein. Die Arbeiter meine ich jetzt. Jetzt mal ernsthaft. Schwarz. Ne, er ist weiß hier. Die beiden sind weiß. Also sind aber wahrscheinlich keine Weißen, das sind Mexikaner oder so. Ja, das trifft schon eher. Guck dir das an. Die haben hier jetzt tatsächlich so eine dämliche Mauer hingebaut. Das sind solche Vollhorste. Man sieht, das Spiel ist noch in der Alpha. Full Idiot, ey. Gut, dann brauchen wir Einrichtung. Wir brauchen zum einen, nicht Räume, Einrichtung. Bin ich denn bekloppt eigentlich? Kein Kommentar bitte. Ich brauche Metalldetektoren, denn ich möchte, die Leute, die hier reingehen, sollen geprüft werden. Und die Leute, die hier wieder rausgehen, sollen auch einmal geprüft werden. Das ist sehr sinnvoll. Ja.
Zudem hätte ich hier gerne noch eine große Gefängnistür. Allein um sicher zu gehen, dass hier wirklich versorgungstechnisch alles auch vernünftig läuft. Packen wir da mal Strom hoch. Das sieht gut aus. Zumal, ich muss ja mal anmerken, diese Arbeiter möchte ich bei mir zu Hause auch haben. Die zimmern einfach mal in 2 Stunden Spielzeit einen ganzen Komplex aus der Wand und du willst ein Haus bauen und die brauchen 30 Jahre. Ja, das sind Profis. Profis bei der Arbeit, sage ich immer. Ja, Mexikaner. Leute, holt euch Mexikaner. Mexikaner sind super Leute. Mexikaner kann ich als Arbeitervolk auch nur empfehlen. Sagen dann, Trabajo? Burrito? Okay, hier wollen jetzt Leute durch. Die können jetzt eigentlich nicht immer so hier durch. Autosave. Oh, ich sehe gerade, wir sind an unserer stromversorgerischen Grenze angekommen. Wir sollten nochmal einen Kondensator dahin bauen. So, jetzt haben wir einen Raum. Das hier wird. Kannst du eigentlich auch die Todesstrafe einführen? Tatsächlich ist das noch nicht reingepatcht worden. Aber ich kann schon einen Hinrichtungsraum bauen. Ja. Was ich aber machen kann, ist Besucherzimmer bauen. Das wäre dieses hier. Und der braucht Besuchertische. Besuchertische sehen so aus. Zack und zack. Und das habe ich natürlich wieder super unsymmetrisch gebaut. Aber können ja schon mal ein paar Leute dann demnächst rein. Dann müssen wir... Ach, weißt du? Die Nacht ist gerade jung. Einmal eine Razzia, bitte! Ja, warum auch nicht? Ja, was denn? Komm, dann, stellen wir sogar noch mal 2 Wachen ein, damit es schneller geht. Wir haben es ja. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir hier nicht zufällig mal irgendwem richtig fett an die Karre pissen können. Du bist aber ein böser Gefängnis. Oh, da wurden Drogen gefunden. Da wurden Drogen gefunden. Ich denke, bevor wir das machen, müssen wir jetzt aber ganz kurz einmal, wo kann man das denn? Klemmbrett strafen. Es gibt, irgendwo kann man Strafen einstellen. Regelwerk. Waffenbesitz, Isolation, 2 Stunden. Und wir durchsuchen seine Zelle und ihn selber. Bei Vergiftung durchsuchen wir seine Zelle. Bei ernsthaften Verletzungen durchsuchen wir ihn und seine Zelle. Wir durchsuchen immer ihn und seine Zelle. Egal. Aber bei Zerstörung reicht vielleicht auch nur ihn. Ach nee, wir durchsuchen einfach immer alles. Mein Gott, was soll der Geiz? Du kannst auch noch, richtig gesehen, dass du nicht nur Isolierung machen kannst, sondern noch andere Strafen. Wenn du auf Isolierung klickst. Ach. Ja, yeah, Abriegelung, dass er halt in seiner Zelle bleiben muss. Ach so, okay. Und für die Isolierung würde er halt hier in diese extra Isolationszellen kommen. So wie er hier! Creaser, der alte Ficker. Und der Jant, der alte Raufbold. Und der Pitit. Was hat er denn gemacht? Assaulting an Officer, was haben wir hier? Ich wollte euch die Lampe anklicken. Der hat Aufstände betrieben. Und der hat Burglary. Keine Ahnung. Ist natürlich geil, dass es so deutsch-englisch gemixt ist, ne? Er ist halt ein Deutsch-Patch drauf. Ah, okay. Oh, er hat eine 14-jährige Tochter und einen 4-jährigen Sohn. Und noch einen 10-jährigen Sohn. Und eine Ex-Frau. Aber kein Vater mehr, das ist ja schon verstorben. Der Arme. Okay, unser Gefängnis ist wieder clean. Jetzt haben wir hier oben natürlich ein bisschen, sind die Leute pissed. Aber es wird sich gleich ändern, wenn es Frühstück gibt. Ja, jetzt werden sie wieder langsam hier, richtet sich das wieder. Dann sind die auch nicht mehr unglaublich pissed auf uns. Denn eigentlich sind wir ja coole Boys, ne? Stationierungen. Ich hätte gerne hier im Besucherzimmer einen stationiert. Und dieser Bereich hier ist auch nur für Personal. Da kommt nur Personal rein. Sehr gut. Das kann entriegelt werden.
Patrouillen hätte ich gerne. Von hier nach oben. Und dann kann ich hier nämlich auch die beiden Stationierungen rausnehmen. Die Patrouille läuft jetzt immer hoch und runter. Und warum? Weil sie es können. Und dann hätte ich gerne noch einmal eine Patrouille von hier nach ganz oben. Und auf die setze ich ganze zwei Leute, die den ganzen Tag einfach nur hoch und runter laufen. Ja, ist ja nett. Haben wir drei Leuten einen Idiotenjob zugetragen jetzt. Arme Aufgaben noch hier. Subventionen. Visitation. Zwei Visitation Tables. Ein Visitation Room. Gemeinschaftsraum, Billardtisch, zwei Fernseher, zwei Telefonzellen. Dann bauen wir nochmal einen Gemeinschaftsraum für die Pimmelköppe. Hier drüben möchte ich eigentlich nichts anbauen, da ich hier noch einen Anbau haben möchte. Tatsächlich. Wo packen wir den denn mal hin? Den Besuch, den, Aufenthaltsraum. Was spielst du gerade? Warum? Es ist gerade aufgeploppt im Spiel. Achso, aber ich habe gerade nicht Forest. Gesehen. Ah, Forest, okay. Ja. Schön, wie du zuguckst. Ja, ich guck so neben. Ich habe ja zwei Bildschirme. Ich habe den Luxus, weißt du? Ja. Das ist. Ja. Die hart arbeitende Bevölkerung kann sich das mal leisten. Ja. Genau. Einrichtung. So, dann bauen wir hier nochmal einen richtig, richtig geilen Aufenthaltsraum hin. Einen Gemeinschaftsraum. Mit dem Billardtisch, zwei Fernseher. Was man halt so braucht in so einem Gemeinschaftsraum. Wie nett du doch bist, ne? Klassenraum. Ja, wenn sie böse sind, dürfen sie doch nicht rein. Sperrchen ab. Ja, klar. Hinrichtungsraum, macht ja was anderes, ne? Gruppenraum. So. Die Tür kann immer offen bleiben erstmal. Einrichtung. Natürlich ein Billardtisch. So wie es sich gehört. Eine Couch. Was wollten die noch haben? Ah, Fernseher. Okay. Einrichtung, Fernseher. Packen wir mal einen Fernseher hier hin. Den anderen stellen wir hier oben hin. Und zack! Jetzt braucht der Raum noch Strom. So lieb sind wir auch heute. Oh, da hat jemand... wo hat der denn eine Bohrmaschine, bitteschön, her? Ist doch nett. Guck mal, jetzt hier die Leute. Guckt euch das an. Die laufen jetzt alle hoch zum Zaun. Hast du so einen großen Hof? Ja, da, jetzt läuft er hier hoch. Jetzt läuft er ein bisschen am Zaun entlang. Hat das gefunden, was er sucht. Dann müssen wir ihn direkt mal durchsuchen, würde ich sagen. Genau wie den da drüben, der muss auch durchsucht werden. Und haben wir unten noch einen? Da. Gefangen durchsuchen. So, er da oben hat... Ah, Tabletten. Sehr schön. Ja, wenn er krank ist. Hast du daran schon mal gedacht? Ja, das sind andere Tabletten, glaube ich. Okay. Er hat nicht. Er hat eine Heckenschere. Ist ja auch gar nicht gefährlich so im Knast, ne? Nee. Da würde ich mal echt an deinen Sicherheitsrichtlinien ein bisschen arbeiten. Ja, ich bin ja noch im Aufbau. Okay. Okay. Jetzt essen sie alle. Weil ich es ja schön finde. Einzelhaft. Einer wartet gerade noch auf Einzelhaft. Das hast du wenig Räumlichkeiten für die Einzelhaftierten? Ja, wahrscheinlich. Vier Stück habe ich aktuell. Weil ich dachte, was bei 17 Leuten reichen sollte eigentlich. Ja. Aber du bist ein böser Knast. Und wisst ihr, zum Abschluss dieser Runde gibt's noch mal eine kleine Razzia hinten drauf. Ja, warum auch nicht, ey? Ja, sicher!
Mach kaputt, was dich kaputt macht. Was haben wir denn gefunden? Aha. Ja, wir müssen am Anfang direkt denen sagen, wo hier der Hammer hängt. Ich kann dir sagen, wo mein Hammer hängt. In deiner Garage wahrscheinlich. Nein, tatsächlich in meinem Werkzeugschuppen. Cool. In deinem Werkzeugschuppen von deiner Zweirum. Ein Feuerzeug haben wir gefunden. Ein Feuerzeug. Sehr schön. Die können auch später können die Tunnel graben. Da müssen wir... Oh, eine Heckenschere nochmal gefunden. Wofür man auch immer eine Heckenschere in einem Gefängnis braucht. Oh, Gift gefunden. Oh, Gift. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Wir müssen im nächsten Part unbedingt neue Zellen bauen. Einzelhaftzellen. Ein Teil wurde noch nicht durchsucht. Ah, hier, der Typ in Einzelhaft. Wann kommt hier mal so ein Wärter hin vielleicht? Ah, da wird er durchsucht. Und er ist clean. Unser Gefängnis ist gereinigt, meine Damen und Herren. Ich speichere mal wieder. Let's play Season 1 und speichern. Und ich bedanke fürs Zuschauen. Danke, dass mein Kofiker, der Lazak dabei war. Wer ist das? Der Lazak, www.youtube.com/LazakFlyLP. Oh, Schleichwerbung. Ja, also der, ich würde nicht drauf gehen. Der macht gerade ein super Sport-Let's Play. Solltet ihr euch unbedingt nicht angucken. Auf jeden Fall nicht. Geht lieber zu Kojan. Ich sag erstmal nix. Leute, ne, macht's gut. Wir sehen uns nächste Mal, ne? Tschüss.